Meine Freunde, ich grüße euch. Willkommen zurück zu den KI-Kriegen mit der Novum Vexillum, Novum Vexillum Global Conflict, AI Wars, Toolpack, ja. die ersten eineinhalb Jahre, die über eineinhalb Jahre sind vorbei. Wir haben ein paar Player, Ukraine, Litauen sind Player, gut. Ansonsten ist noch schwierig vorherzusehen. Mongolei ist auf alle Fälle am Expandieren, aber hat ein paar Kriege am Arsch, sage ich mal. Und Russland, ja, die hatten auch schon bessere Zukunftsaussichten. Keine Ahnung, schaut irgendwie aus wie ein aufgeblähter Putin. Aber gut. Brasilien ist komplett friendly. Das liegt daran, dass der Typ wahrscheinlich eher im Haarsalon ist, statt auf der Politikbühne. Argentinien hat allerdings leichte Probleme mit Uruguay und Peru und Chile haben Meinungsverschiedenheiten. Ich habe ja gesagt, wir schauen uns mal ein bisschen Südamerika an. Ich glaube, in Nordamerika geht ja gar nichts. Ne. Alle gegen Kuba. Wenn man sagen, Fidel Castro ist nicht so beliebt, er ist Kommunist, okay. Verständlich. Würde ich auch nicht mögen. Sehr unsympathischer Zeitgenosse. Jetzt haben wir noch Ecuador gegen... Na, das wird... wobei, die haben einiges an Truppen zumindest. Also die werden sicherlich nicht einfach so aufgeben. Vor allem Peru ja eigentlich damit im Zwei-Fronten-Krieg. Was haben wir sonst noch? In der Zwischenzeit vor allem die afrikanischen Länder mit vielen Truppen. Wie wir das hier auch so sehen können. Da sehen... An allen Ecken und Kanten Truppen ohne Ende rein, theoretisch. Wir haben jetzt auch schon dann bald 2002, das heißt 2 Jahre sind vorbei. Und Spanien... Hopp, Litauen hat Polen ein für alle Mal kalt gemacht. Und wird wahrscheinlich jetzt auch die Tschechen platt machen langfristig. Während die Ukraine sich jetzt die Slowakei holt. Dürfte den Tschechen natürlich gar nicht so passen. Aber die Tschechen haben einen Großteil ihrer Armee aktuell im Hinterland der Litauer. Der Letten, meine Fresse. Die Slowakei ist hier noch mit einer Panzerdivision. Muss jetzt aber aufpassen, dass ihre... Oh, Jugoslawien hat... Mazedonien, sorry. Und das wird jetzt nochmal interessant. Weil die Ukraine darauf vorbereitet war scheinbar. Das ist jetzt spannend. Die marschieren hier direkt durch. Jetzt marschieren sie wieder zurück. Mal gucken. Ukraine aktuell mit 4 Divisionen, 18.000 Mann. Am Ende des Tages haben sie den Zwei-Fronten-Krieg. Und schaffen es ja weder die Slowakei noch... Mal gucken, Mazedonien. Mal schauen. Ansonsten... Zwischen Litauen und der Tschechoslowakei, den Tschechen. Ja, es ist, ja, wir haben 20 zu, also sehr ausgeglichen von der Manpower. Eine Division aber mehr. Mal gucken, Deutschland immer noch mit ihrer einen Division. Passiert jetzt auch nicht so viel. Manpower ist auf 0. Ist natürlich auch von Nachteil. Fehlt natürlich nur noch, dass zum Beispiel Transnistrien oder Moldawien mit der Ukraine den Krieg erklären. Aber da ging es ja sowieso gerade ab. Und Moldawien hat das Ding jetzt tatsächlich gewonnen. Und Mazedonien hat jetzt Rumänien den Krieg erklärt. Weil die Rumänen, die gibt es jetzt auf einmal wieder. Okay. Inklusive Truppen. Und das endet jetzt gerade verheerend. Ja, das sind die Aufstände, die es übrigens gibt. Das ist völlig normal. Wir haben ja trotz allem aktuell mit Aufstände, weil ich jetzt aktuell noch nicht damit begonnen habe, das wollte ich nicht, weil ich jetzt noch nicht damit begonnen habe, Kerngebiete zu geben. Das heißt, wir haben jetzt natürlich in besetzten Gebieten, wie hier zum Beispiel, natürlich dann relativ hohe Aufstandsrisiken. Aber wenn wir dann später 3, 4 Jahre drin sind, dann können wir das Ganze dann ändern und dann solchen Ländern quasi Kerngebiete geben. Aber wir warten jetzt erstmal ab, dass sich das hier alles ein bisschen sortiert. Im ersten Krieg immer ein bisschen gewinnen. Ukraine gegen Weißrussland, die es wieder gibt.
unter Alexander Lukaschenko, der herrscht ja immer noch, ne? Meine Güte. Wie man das immer nur schafft, so lange an der Macht zu bleiben. Also rein theoretisch müssten sie eigentlich problemlos die zwei Gebiete erobern können. Weiß nicht genau, warum die sich so anstellen. Schick doch mal Support dazu, Alter. Da kriege ich ja Kopfschmerzen. Oh Gott, stellen die sich an. Okay, jetzt haben sie die Provinz mal erobert, immerhin. Und Rumänien macht jetzt Mazedonien platt. Oh, Ukraine hat jetzt aber auch Rumänien noch den Krieg erklärt. Eieiei. Achso, der nächste Aufstand. Romanian Independence State. Das dürfte für die Ukraine jetzt sehr böse werden. Ja, das ist halt schwierig, ne? Du kannst natürlich Gebiete erobern, aber du musst sie natürlich auch halten. Alter, was ist denn mit... Oh Gott. Okay, China kriegt gerade hart auf den Sack. Hätte ich jetzt so tatsächlich nicht erwartet. Vor allem, weil Indien sich ja auch noch so blöd anstellt und zum Beispiel Nepal überhaupt nicht in den Griff bekommt. Die sogar komplett ignoriert, mehr oder weniger. Gut, die haben hier ein paar Truppen an der Hauptstadt stehen. Das Problem übrigens... Oh, Ungarn hat... Oh, Moment. Das Problem übrigens, was die haben mit den Garnisonen, dass wahrscheinlich einfach die Ausrüstung fehlt. Ungarn hat jetzt ebenfalls noch Rumänien mit dem Krieg. Eieiei. Na gut. Weißrussland ist bei voller Stärke wieder. Sogar stärker als vorher. Und die Ukraine wird jetzt von allen Seiten kaputt geboxt. Die Litauen wurde zerstört. Alles klar. Okay, Litauen ist weg. Was ist denn mit Deutschland los? Immer noch keine Kriege. Ja, 11.000 Mann, die sind irgendwo versteckt. Keiner weiß wo. Okay, Litauen ist weg. Lettland ist den Litauern in den Rücken gefallen. Asozial. Aber irgendwie auch wieder lustig. Aber auch irgendwo asozial. Also, keine Ahnung, was ist das hier eigentlich jetzt immer noch? Die Tschetschenische Republik unter Aslan Maschodow. Mit 3000 Mann nehmen die Russen auseinander. Das kannst du auch keinem erzählen eigentlich. Die glauben, du verarschst die. Genauso wie Armenien die Türken platt macht. Und die Türken jetzt dann nochmal dem Greek Emirate den Krieg erklären. Das Greek Emirate, oh Gott, oh Gott. Das Greek Emirate ist übrigens auch auferstanden von einem Aufstand. Aber lustigerweise sind die Fundamentalisten unter Evripidis Mavroniotidis oder sowas. Digga, minus 5% Consumer Good Factories, der ist gigantisch. Plus 15% politischen Machtzuwachs, Digga. Das ist a little shit. So, die Tschechen. Okay, also jetzt hat wirklich alles und jeder der Ukraine den Krieg erklärt in der Zwischenzeit. Das dürfte sich relativ schnell erübrigt haben mit der Ukraine jetzt. Wie schaut es in Südamerika aus? Sehr gut. Peru ist jetzt in einem Stalemate. Argentinien hat es geschafft, Uruguay zu besiegen. Das haben sie ganz toll gemacht. Und die schaffen es auch, die Gebiete zu halten. Das ist wichtig. Und sorry, ich wollte eigentlich einfach nur weiter. Jetzt haben sie mich direkt ausgelöscht, Alter. Oh, Griechenland gibt's auch noch. Cool. Gibt's das griechische Emirat und die griechische Republik. Und die Türken gibt's gar nicht mehr. Und Armenien, ja, die werden die Gebiete niemals halten können. Ich würde sagen, ab 2003 fangen wir an, bei solchen Situationen, wenn Kriege vorbei sind, Kerngebiete zu verteilen. Weil ich glaube, das ist immer ein guten Zustand. Dann können wir das Ganze gerne mal machen. Warten jetzt aber noch bis 2003. Die Chinesen sind gleich Geschichte, aber Nepal könnte halt wirklich Indien noch hops nehmen. Also das ist noch nicht, da ist noch nicht der letzte Kuchen gegessen. Saudi-Arabien immer noch gegen den Irak. Der Irak unter Saddam Hussein verbündet allerdings mit dem Iran. Was ist das denn hier? Kurden. Die Kurden mit 30 Divisionen im Krieg mit dem Iran rein theoretisch. Die müssten nur mal hier kurz expandieren. Das sind nämlich
Na ja, gut, akzeptable Divisions. Die sind mit jeweils 3 Infanteriedivisionen vertreten. Und das ist jetzt, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Und jeweils, 9 bis 10 Support Divisions. Je nachdem, wie du jetzt fragst. Und es gibt es den Krieg Bulgarien gegen Rumänien. Da bin ich mir jetzt aber noch nicht so sicher, was die Rumänen sich dabei denken. Während Nepal, Macau, War State und Kirgisistan integriert wurden in, ja, Indien und Kambodscha, die 2 Big Player jetzt hier drüben. Gut, jetzt haben wir natürlich wieder, können wir kurz wieder Thread runtersetzen, haben wir ein bisschen übertrieben. Inklusive, wir lösen wieder die Bündnisse auf, yes. Ja, ich liebe das Feature. Toolpad Mod ist so lustig und unterhaltsam. I love it. So, Griechenland. Was sind eure nächsten Ziele? Man weiß es noch nicht. Vielleicht sogar die Vereinigung mit den anderen Griechen, militärisch. Ja, oben Schweden. Schweden, ja, hat es geschafft, hier oben Norwegen zu erobern. Herrscht jetzt wahrscheinlich relativ entspannt. Manpower ist okay. Aufstand. Also Resistenz, Widerstand geht überall zurück in der Zwischenzeit. Das dürfte alle Beteiligten freuen. Wie schaut es jetzt hier noch aus? Kurdistan hat Armenien den Krieg erklärt. Digga, was machen denn die Kurden, Alter? Die Kurden erklären einfach allen den Krieg? Das juckt die überhaupt nicht. Aber greife nicht an, weißt du? Können wir einen Test machen, indem wir einfach mal ganz kurz AI ausstellen und AI wieder anmachen. Vielleicht resettet das irgendwas. Nein. Okay. Manchmal gibt es ja so ein paar Bugs, wo die KI dann einfach eine Weile nichts macht. So, Zypern ist ebenfalls vereint. Die Republik von Zypern unter Glofkos Klerides ist durch. Und jeder, oh, Myanmar hat... Oh, das ist... Das ist sehr interessant. Ist Indien noch mit jemandem im Krieg? Ja, mit Russland rein. Theoretisch haben wir aber keine wirklichen Fronten. Wo ist denn die indische Army? Die haben nur 23.000 Mann im Feld und Myanmar hat deutlich mehr. Das dürfte jetzt sehr interessant werden für die Inder. Die haben natürlich jetzt zwar auch deutlich mehr Fabriken. Aber was bringen dir die Fabriken, wenn du keine Einheiten hast? Das sieht gar nicht gut aus. Also Myanmar könnte ja der Big Player werden. Aber wenn sie es schaffen 2003, dann bekommen sie komplett Kerngebiete. Das dürfte die sicher sehr freuen. Was ist mit Kambodscha? Kambodscha hat 160.000 Mann in den Garnison. Hat allerdings massive Probleme mit Widerstand. Ich denke mal, das wird in Aufständen enden, früher oder später. Italien und die Schweiz, die boxen sich auch weiterhin ganz entspannt. Spanier versuchen jetzt hier die portugiesischen Divisionen in spanischen Gebieten wegzumachen. Halten aber noch Stand, genauso wie die portugiesischen Divisionen hier. Hier steht auch noch kein Sieger so wirklich fest. Manpower ist allerdings doch deutlich auf spanischer Seite. Marokko gegen Tunesien ist es das nächste Duell. Da sieht mir aber Tunesien jetzt erstmal deutlich im Vorteil aus. Ah, Myanmar hat auch noch Bangladesch den Krieg erklärt. Also Myanmar hat irgendwelche Pläne. Ich glaube, dass die Kriegserklärung gegen Bangladesch ein Fehler gewesen ist. Die Kriegserklärung gegen Bangladesch dürfte ein Fehler gewesen sein. Also die erobern hier problemlos Indien. Also es kann natürlich sein, dass Indien surrendert. Aber auch mit Bangladesch langsam nicht. Also Myanmar ist enorm stark. Heißt ja auch Military Myanmar. Russland ohne eine einzige Division. Man kommt sich fast ein bisschen so vor wie im Jahr 2023. das ist auch eine interessante Kriegserklärung. Und die kommen da auch rein nach Rumänien, die immer noch im Krieg sind mit den Bulgaren, die aber nichts machen. Können wir das... Ich kann euch das mal... Ich weiß nicht, vielleicht klappt es ja. Wir speichern mal schnell. Und was wir jetzt machen, ist, wir laden den Save einfach. Und dann schauen wir nochmal, ob das was bringt.
Ja, schau. Genau, das meine ich. Also hin und wieder muss man einfach mal das Spiel speichern und wieder laden. Dann entbuggt sich die KI wieder. Ich weiß nicht, das kommt bei manchen Mods vor. Da hilft einfach das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Speichern, wieder laden. Und dann geht auch wieder ein bisschen Action. Also nicht in Bezug auf die Kriegserklärung, aber in Bezug auf die Truppenbewegungen. Wie jetzt zum Beispiel Kurdistan. Kurdistan hat sich ebenfalls entbuggt und setzt hier zu einer massiven Expansionstour an. Ja, wer hätte das gedacht? Wir bewegen uns auch langsam ins Jahr 2003 hinein. Oh, hier im Ost Jugoslawien wurde der Krieg erklärt. Oh. Okay. Albanien und Kroatien sind hier die großen Gewinner. Rumänien wurde besiegt von den umliegenden Nationen. Und Ungarn gegen Rumänien ein relativ großen Duell. Die schenken sich natürlich hier nichts. Ich denke trotzdem, dass der Ungarn aktuell eher im Nachteil ist. Ja, wobei. Nicht mal unbedingt. Militärfabriken 3 zu 6. Weißrussland hat mal wieder Polen den Krieg erklärt. Mit den Polen haben sie es ja alle. Einzige, was... Naja, wobei, nee. Nee, passt schon. Ignoriert mich. Hatte kurz eine Idee, aber die ignorieren wir mal. So, müssen wir jetzt eigentlich nur einmarschieren. In die Hauptstadt. Bialystok, oder wie das Ding da heißt. Aber kein Interesse dran. Also erstmal nur umstellen. Wie damals in der Schule, der gute alte Prügelkreis. Jetzt gehen sie rauf. Ja, und wie gesagt, die Polen dürften eigentlich hier kein Problem sein. Und die Nationen, die jetzt hier die größten Gebietsgewinne gemacht haben, Indien und sowas, Kambodscha, die bekommen jetzt dann gleich Kerngebiete in einem Monat. Ja, ja. Indien bekommt weiter auf die Schnauze. Polen ist weg. Ja, Weißrussland auch, großer Gewinner. Legt sich jetzt auch noch mit Lettland an. Gewinnt das Ganze natürlich auch noch. Und damit haben wir mit Weißrussland den nächsten großen Player hier. Mosambik hat noch zwei Staaten übernommen. Ja, Afrika hat sich auch schon einiges getan in der Zwischenzeit. Südafrika pusht jetzt noch gegen Botswana. Ja, das ist viel rot dabei bei den Botswanis. Wir sehen 30 zu... Ah, 75 teuer. Okay, wie viele Truppen? Ey, Südafrika, 35 Fabriken zu einer Fabrik. Und es ist der 1. Januar. Jetzt sehen wir erstmal dann Folgendes. Pass auf, wir gehen jetzt erstmal kurz zu einer Nation, die irgendwo entspannt chillt. Zum Beispiel Madagaskar. Haben keine Feinde. Jetzt übernehmen wir das Land. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen hier so Staaten, wie ich hier gerade gesagt habe. Zum Beispiel Kambodscha. Wir wählen jetzt hier aus... alle Staaten dieses Landes auswählen und dann können wir es hier mich hier Add Course machen. Und was jetzt passiert, normalerweise, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe und das jetzt nicht für mich ausgesehen gemacht habe. Ja, ist okay, warte mal ganz kurz. Ja, Course, genau. Alles richtig gemacht. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt natürlich auch für die Länder, die die Kriege jetzt früh gewonnen haben, wie zum Beispiel, ja nicht Coors, Mark All States wollen wir machen. So. Wer war noch stark mit dabei? Schweden. Alle Staaten, Korn. Mauretanien. Mache ich jetzt mal kurz nebenbei, ohne dass ihr das groß mitbekommt. Armenien wird sich natürlich auch sehr freuen. Auch eine der größeren Gewinner aktuell. Und Albanien ebenfalls natürlich. Genauso wie Kroatien hat, glaube ich, auch ein paar Gebiete dazu bekommen. Gut, dann bin ich wieder fertig. Dann gehen wir wieder zurück in den Spectator-Modus. Das Problem ist, wenn ich nicht, solange ich Spectator bin, kann ich hier nichts machen mit der Mod. Das ist der einzige Nachteil. So, wird jetzt jedenfalls dafür sorgen, dass wir natürlich mit einem Schlag dann diese Nation hier, wie jetzt zum Beispiel Rumänien, dann keinerlei Resistance mehr haben sollten. Normalerweise, weil es ja ein Kerngebiet ist und Kerngebiete können keine Aufstände haben. So, Weißrussland, ja.
Weißrussland ist wirklich gigantisch. Großer Gewinner des Ganzen aktuell. Mit einer Kernbevölkerung jetzt von 34 Millionen. Aber nur 16 Fabriken. Das könnte ein bisschen besser sein. Bin mal gespannt. Kurdistan ist echt erobert worden, Alter. Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass die Kurden wirklich auf die Schnauze bekommen. Aber so ist es. Herzlichen Glückwunsch an den Iran für diese... Für den Iran sehr positive Entwicklung. 1,42 Millionen Kernbevölkerung, 21 Fabriken. Gehört aber nicht zu den Big Playern mit jetzt. Und Myanmar ist echt... mal gucken. Kambodscha gehört aber auch zu den Big Boys. 58 Fabriken in der Zwischenzeit. Südafrika hat einen Krieg gewonnen, hat zwei Provinzen erobert. Da werde ich jetzt nicht tätig, das ist mir gerade wurscht. Schweden hat Norwegen nochmal den Krieg erklärt. Da gibt es jetzt den nächsten Versuch, das Ganze kurz zu beenden. Ich denke mal, das dürfte auch kein Problem sein. Norwegen hat nämlich keinerlei Truppen mehr. Was ist eigentlich mit Deutschland? Die hatten noch... Oh, Belarus hat Rumänien den Krieg erklärt. Oh, das ist jetzt interessant, weil das sind nämlich zwei relativ gleich starke Nationen. 125.000 zu... Ja, ich nehme es zurück mit dem relativ gleich stark. Weil es ist ein Zwei-Fronten-Krieg. Ein sehr ungünstiger Zwei-Fronten-Krieg. 17 Fabriken, ja auch nur 16 Fabriken. Alle haben mit 10 alle begonnen. Jetzt haben wir schon meistens um das Doppelte circa bei den meisten Nationen. Der Irak bekommt es durch großherzige Hilfe vom Iran. Das dürfte Saudi-Arabien nicht erfreuen. Und Rumänien hat bereits einen Großteil seiner Gebiete verloren. Wie gesagt, das ist ein Zwei-Fronten-Krieg, den zu gewinnen dürfte unmöglich sein. Schweden hat Norwegen erobert. War zu erwarten, dass das passieren wird. Deswegen alle Staaten markieren. Kurs adden. Ich bin wieder raus. Schweden jetzt mit 30 Fabriken und einer Kernbevölkerung von 14,58 Millionen. Gehört nicht zu den Top-Nationen, aber ist jetzt auf alle Fälle auch mal nicht komplett irrelevant. So, und dann haben wir noch Guinea. Die haben auch ein paar Kriege gewonnen in der Zwischenzeit. Wir sehen, haben eine Kernbevölkerung von 8 Millionen, noch nicht Kern, auch knapp 8 Millionen. Da bekommt ihr ebenfalls Kerngebiete. Das dürfte euch auch etwas helfen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Dadurch, dass wir jetzt natürlich Kerngebiete machen, wird es keine neuen Gebiete geben. Also es wird keine neuen Nationen geben durch Aufstände. Und wir gucken natürlich, dass jeder seine Kriege zu 100% gewinnt und alle Gebiete übernimmt. Und da bin ich mal gespannt. Jetzt kommt nämlich die heiße Phase, wer das Ganze hier dann langfristig weiter für sich entscheidet. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, Freunde. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.